Pum pum. Hallo meine lieben Freunde der Action Horror und Splitterspiel und herzlich willkommen zu meinem Infovideo. Ja, er macht ein Infovideo. Warum macht er ein Infovideo? Ganz einfach, und zwar, ihr habt vielleicht gemerkt, dass die letzten, sagen wir mal, Tage nichts gekommen ist. Das hat mehrere Gründe. Es hat ja immer mehrere Gründe. Das stimmt, ja. Es wäre sonst viel zu einfach. Auf jeden Fall, Grund Nummer 1. Ich musste mir einen neuen Job suchen, während ich noch gearbeitet habe. Das ist nicht so einfach, wenn man tagsüber arbeitet und dann abends noch einen Job und bläh. Auf jeden Fall, das hat viel meiner Zeit in Anspruch genommen. Jetzt sieht's momentan so recht gut aus bei einer Stelle. Ich habe zwar noch nichts unterschrieben, aber könnte kommen. Da werde ich diese Woche noch Vertragsverhandlungen führen, sagen wir es mal so. Dann Grund Nummer 2. Kommt noch eins? Ja, genau. Grund Nummer 2 ist, ja, sagen wir es mal so, ich war jetzt häufig krank oder am Kränkeln, arbeiten, nicht ganz ausgerührt, dann einfach ganz müde und kaputt. Da will man ja nicht aufnehmen. Das macht keinen Spaß, macht mir keinen Spaß, macht auch euch keinen Spaß. Das funktioniert nicht wirklich. Gut, das war schon Grund Nummer 2. Dann kommen wir zum eher unangenehmen Teil. Der eher unangenehme Teil wäre jetzt zum Beispiel, ja, Hitman Absolution. Da habe ich einfach gar keinen Bock, das Spiel reinzutun und zu zocken. Ich weiß auch nicht. Ich will jetzt nicht sagen, ich beende das Projekt, aber ich werde es auf jeden Fall mal jetzt auf längere Zeit mal pausieren und dann irgendwann wieder weitermachen, weil es ist ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel, also ungelogen. Ich kriege jetzt auch kein Geld dafür, wenn ich das sage. Aber auf jeden Fall, ja, ich mag es einfach gar nicht in die Konsole schieben. Also gemerkt, Konsole ist da drüben. Und das gleiche gilt für Crysis 3, obwohl, gut, das Spiel, in dem Spiel bin ich einfach nur kacke. Aber ich denke nicht, dass das meine Motivation hemmt. Also, ich habe auch da keine Lust, das in die Konsole zu schieben und zu zocken, aber der Grund, ja, sehr schlecht, also schlecht ist es nicht. Es macht durchaus Spaß, auch wenn ich total versage, aber na gut. Eben, die beiden Spiele sind pausiert, fürs Erste. Und das waren eigentlich schon meine Gründe, warum ich in letzter Zeit nichts gemacht habe. Also keine Let's Plays. Kurz gesagt, Arbeit, müde, krank, Projekte mag ich nicht machen. Und dann, was kommt jetzt als Nächstes? Als Nächstes mache ich erstmal so eine Art Zwischenprojekt. Das verrate ich euch jetzt nicht. Da könnt ihr einfach gucken, was als Nächstes hochgeladen wird. Und das nur als so ein Nebenprojekt, dass ich noch ein bisschen Let's Play am Laufen habe. Und aus dem ist es ein schönes, kleines, lustiges Spiel. Dann habe ich den super Vorschlag gekriegt, ich soll doch noch mehr so 10 Gründe und so Videos machen. Und dann gleich noch der Vorschlag, bei welchem Spiel, oder jetzt besser gesagt, welchen Spielen. Ja, hier sind da irgendwo in meinem Spieleregal. Auf jeden Fall werde ich von Prototype 1 und 2 noch so ähnliche Videos machen. Ich habe mir da schon ein paar Ideen aufgeschrieben und bin da so gesehen ein Skript am Ausarbeiten. Das war beim ersten Mal anders. Ich denke, so kann ich die Qualität auf jeden Fall noch ein bisschen steigern und kann auch eher nur das aufnehmen, was ich möchte, weil bei Bioshock jetzt zum Beispiel habe ich 15 Stunden lang das Spiel aufgenommen. Ja, ich konnte zocken, das war ja der Sinn, war eigentlich der Sinn. Und habe dann auf jeden Fall nachher alles zusammengeschnitten. Und das irgendwie auch erst nur von den ersten 7 Stunden. Die letzten 7 Stunden hätte ich so gesehen nicht aufnehmen brauchen. Vielleicht mache ich noch irgendwas mit dem Videomaterial. Ich hätte auch eine Idee, aber ich bin da noch ein bisschen im Hadern. Ja, mal gucken wir mal. Auf jeden Fall, nächsten beiden Projekte sind das Spiel Let's Play, das ich jetzt nicht sage, und 10 Gründe von, na, ihr wisst schon, Alex Mercer und Konsorten. Gut, dann, der Grund, warum ich solche, so gesehen, Zwischenprojekte mache, ist, das nächste Spiel, das ich gerne Let's Playen möchte, das nächste große Spiel, ist dann, na, genau, Dead Island Riptide. Ja, ich weiß, da sind die Meinungen, gehen sehr auseinander. Der erste Teil hat nicht jedem gefallen. Die Spielmechanik, die Grafiken, Handlung, gut, ja, Handlung. Lassen wir das mal weg bei Dead Island. Auf jeden Fall, ich denke, das wird ein interessantes Spiel und ich möchte es auf jeden Fall spielen. Ich werde mir jetzt da auch nicht irgendwie die Laune drauf verderben lassen, indem ich mir irgendwelche Reviews oder so anschaue oder lese oder was auch immer.
Gut, ich könnte ins Klo greifen damit, aber das passiert halt mal. Auf jeden Fall werde ich es anzocken und ich werde so eine Art Let's Play machen. Ich verrate da jetzt nichts, weil zu große Erwartungen schüren, da kann man nur Erwartungen enttäuschen. Und auf jeden Fall, ja, Let's Play und nur ein bisschen Videobearbeitung, sagen wir es mal so. Gut, oh, war das schon alles? Wollte ich noch sagen? Sonst irgendwas? Nö. Gut, da hätten wir das auch schon alles geklärt eigentlich. Bevor ich jetzt hier noch eine halbe Minute lang schweigen rumhocke, sage ich einfach mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und hoffentlich bis zum nächsten Info-Video, bis zum nächsten Let's Play oder einfach bis zum nächsten Video. Gut, in dem Sinne, Tschüssikowski.